Vor 50 Jahren begann die nigerianische Armee ihren Krieg gegen die Republik Biafra. Unterstützt und aufgerüstet von der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien und der Sowjetunion, führte die Regierung einen gnadenlosen Vernichtungsfeldzug gegen Bevölkerung und Armee der mehrheitlich vom Volk der Igbo bewohnten Region. Biafra hatte am 30. Mai 1967 nach dem Mord an 30.000 überwiegend christlichen Biafranern im traditionell islamisch regierten Norden Nigerias und der Flucht weiterer 2 Millionen seine Unabhängigkeit erklärt. Kurz nach Beginn des Krieges kesselte die nigerianische Armee die etwa 10 Millionen Biafraner ein. Bei der Belagerung setzte sie systematisch die Aushungerung der Bevölkerung als Kriegswaffe ein. Im Sommer 1968 verhungerten jeden Tag bis zu 10.000 Kinder und alte Menschen. Europäische und amerikanische Kirchen organisierten über eine Luftbrücke die Versorgung des Kessels mit Lebensmitteln und Medikamenten. In Hamburg riefen die Studenten Tilman Zülch und Klaus Gerke das Komitee Aktion Biafra-Hilfe ins Leben, aus der später die Gesellschaft für bedrohte Völker hervorging. In einem letzten Appell des Komitees Aktion Biafra-Hilfe vom 11. Januar 1970, dem Tag nach dem Zusammenbruch Biafras, hieß es: Es sollte für jeden Deutschen, dem es mit der Überwindung der Vergangenheit ernst ist, unerträglich sein, dass sich in Biafra unter Mitwirkung eines engen Verbündeten der Bundesrepublik das wiederholt, was sich seinerzeit in Deutschland ereignete: die Vernichtung eines Volkes. Das Stillschweigen über diese Politik unseres britischen Verbündeten bedeutet Mitschuld. Dem Völkermord in Biafra fielen etwa 2 Millionen Menschen zum Opfer.